Das nenne ich mal ein Sportwochenende. Damit herzlich willkommen bei unserem A und MTV Formel E Videoblog zu New York City in diesem Fall, hier bei Nachspielzeit.rocks. Ich bin Andreas Richter und werfe mit euch einen Blick auf den New York City E-Prix, das ist ein Rennen, das in zwei Läufen ausgetragen wurde, Samstag und Sonntag. Und das Saisonfinale bot an einem Wochenende, das man mit Fug und Recht als super tolles Sportwochenende bezeichnen kann. Samstag, Angelique Kerber gewinnt für Deutschland Wimbledon bei den Damen seit 22 Jahren zum ersten Mal, seit dem letzten von vielen Siegen von Steffi Graf. Am Sonntag Tour de France zum Beispiel, die IndyCar-Serie in Iowa, die Formel E in New York City, vieles, vieles mehr. Also es gäbe viel zu berichten, wenn wir einen reinen Sportblock hätten, aber wir konzentrieren uns ja auf die Formel E. Und es war das Finale der vierten Saison, Lauf 1 am Samstag, Lauf 2 am Sonntag, habe ich gesagt, in Brooklyn im Stadtteil Red Hook. Und es war spannend, denn es ging um den Fahrertitel und es ging um den Titel bei den Teams. Am Samstag, fangen wir mal damit an, am Nationalfeiertag der Franzosen, es war ja gestern der 14. Juni, da gewann Jean-Éric Vergne, der Franzose, den Titel in dieser vierten Saison durch einen fünften Platz. Und sein einziger Widersacher, der verblieben war, der Engländer Sam Bird, wurde nach technischen Problemen nur Neunter. Deshalb reichte der Vorsprung. Vergne hatte ja mit 23 Punkten Vorsprung vor diesem Wochenende geführt. Neuer vierter Meister. Interessant, alle vier Meister bislang haben Formel 1 Erfahrung in der Formel E. Am Sonntag, also heute, zweiter Lauf in New York City und da ging es um den Teamtitel. Und da waren die beiden Kombatanten, um es mal so zu sagen, Tejita, der chinesische Rennstall von Jean-Éric Vergne, das einzige Kundenteam übrigens in der Formel E neben lauter Werksteams, und Audi Sport Abtscheffler als deutsches Team auf Rang 2 vor diesem Wochenende. Und tatsächlich haben es die Deutschen geschafft, das einzige deutsche Werksteam, das hier momentan in der Formel E vertreten ist, noch vorbeizuziehen. Es war ganz knapp, an Tejita vorbeizuziehen. Mit ausschlaggebend war, dass André Lotterer mit Jean-Éric Vergne, seinem Teamkollege, in Führung lag in diesem zweiten Lauf, aber eine Zeitstrafe von 10 Sekunden kassierte wegen eines Frühstarts. Völlig berechtigt, gab es nichts dran zu diskutieren für den Duisburger. Deshalb fiel er ans Ende des Feldes zurück, fuhr zwar in die Punkte zurück, holte aber nicht genug Punkte, um mit Tejita die Führung inne zu behalten, die sie ja auch vor dem Wochenende schon hatten. Also herzlichen Glückwunsch nach Kempten bzw. an die Adresse von Audi für diesen Teamtitel, den ersten für Audi nach 3 Teamtiteln für Renault in Folge. Kurzer Blick in die fünfte Saison. Renault verschwindet aus der Formel E, wird quasi ersetzt von Nissan, gehören beide Marken aber zu einem Konzern. Andretti wird verschwinden, das US-amerikanische Team wird übernommen von BMW. Neu hinzu kommt HWA aus Deutschland, vieles mehr, auf das gehen wir noch ein zu gegebener Zeit. Bleiben wir aber noch bei diesem Wochenende. Es war ein interessantes Rennen, denn Lucas Di Grassi wurde hinter Jean-Éric Vergne heute am Sonntag Zweiter. Der Meister Vergne verabschiedete sich also stilecht mit einem Sieg aus dieser Saison. Daniel Abt wurde Dritter, damit nochmal volle Punktzahl für die beiden Audi-Sportpiloten. Tolles Ergebnis aus deutscher Sicht. Die Formel E hatte etwas Besonderes zu bieten, denn zum allerersten Mal, und das beim 45. Rennen, das war es nämlich heute in der Geschichte der Formel E, gab es ein nasses freies Training und ein nasses Qualifikationstraining, aber wieder ein trockenes Rennen. Heißt, 45 Rennen in der Geschichte der Formel E, alle 45 unter trockenen Bedingungen. Zum Vergleich, die Formel 1 fährt nächstes Jahr beim dritten Saisonlauf in China dann das Rennen Nummer 1000 in ihrer Geschichte seit 1950. Wie geht's weiter mit der Formel E? Neue Autos, neue technische Regeln, neue Teams, neue Fahrer, das alles in der fünften Saison. Und die beginnt am Samstag, dem 15. Dezember, in einem Vorort, in einer Industriestadt bei Riyadh, der Hauptstadt vom Königreich Saudi-Arabien. Mehr dazu, wie gesagt, in einem separaten Vlog bei zugegebener Zeit. Jetzt genießen wir erstmal gemeinsam die Sommerpause der Formel E. Sport gibt es ja, wie wir eben schon gehört haben, mit Tennis, mit Tour de France, mit Fußball und vielem mehr genug. Frankreich wurde heute Fußballweltmeister, also das passte zu dem Championat für Jean-Éric Vergne schon gestern. Ich wünsche euch eine schöne Formel E Sommerpause. Wir sehen uns ja mit der Formel 1 weiterhin hier bei Nachspielzeit.rocks und auf Wiedersehen in Sachen Formel E dann wieder ab Dezember in Saison 5. Tschüss, sagt euer Andreas Richter.